Das sind Lisa, Karin und Manuela. Die drei Freundinnen haben gerade ihren nächsten Urlaub gebucht. Damit auch wirklich nicht schief gehen kann, entscheiden sie sich gleich, eine Reiseversicherung mit Stornoschutz abzuschließen. Das können sie bequem online auf grave.at machen. Und die Police bekommen sie sofort per Mail zugeschickt. Am Tag des Abflugs ist Lisa leider krank und kann die Reise nicht antreten. Also sucht sie die Nummer des 24-Stunden-Notrufkontaktes der Grave und schildert ihre Situation. Der Mann am Telefon erklärt ihr, dass sie sich keine Sorgen machen muss und die Grave die Kosten gemäß ihrer zuvor abgeschlossenen Stornoversicherung übernimmt. Karin und Manuela treten nichtsdestotrotz ihre Reise an. Am Flughafen angekommen, fehlt leider Karins neuer Kindle. Doch Manuela kann sie beruhigen, denn unter Vorlage der Originalschadensmeldung der Fluglinie, der Diebstahlsanzeige der Polizei und des Flugtickets erhält Karin bis zu 100% des Kaufpreises zurück. Endlich am Strand angekommen, tritt Manuela auf einen Seeigel. Karin alarmiert den Notruf und die beiden werden ins Krankenhaus gebracht. Dort wird sie sofort von einem Arzt behandelt, macht sich aber Sorgen wegen der Behandlungskosten. Nach einem kurzen Telefonat mit dem 24-Stunden-Notrufkontakt der Grave kann Karin Manuela beruhigen. Denn ambulante oder stationäre Behandlungskosten werden von der Reiseversicherung übernommen. Die Grave-Notfallkarte oder die Police sollte immer mit auf die Reise, um im Schadenfall unverzüglich die Grave-Assistance zu informieren. Dokumente wie Polizeiprotokolle, Bestätigungen, Arzt- oder Krankenhausrechnungen immer gut aufbewahren, da diese im Schadenfall vorzulegen sind. Stornoversicherung am besten gleich mit der Reisebuchung abschließen. Andernfalls beginnt der Versicherungsschutz aus der Stornoversicherung erst ab dem 10. Tag nach Abschluss. Zu beachten ist auch, dass die Stornoversicherung spätestens 31 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen werden muss, da ein späterer Abschluss gar nicht möglich ist.